Kommen wir jetzt, inshallah, abschließend, das ist mir sehr wichtig, inshallah, zu einer Frage, die mir gestern sehr oft gestellt wurde auf Instagram. Ich habe gestern kurz etwas repostet von Bruder Tariq Bay in Bezug auf die Parteien, die sich aufgestellt haben zur Europawahl. Dann haben mich mehrere Leute angeschrieben auf Instagram, ob es denn jetzt nicht haram oder ob es halal sei, wählen zu gehen. Sie waren überrascht gewesen, weil sie immer gehört haben, es sei haram, wählen zu gehen. Man darf nicht als Muslim wählen gehen. Und ich möchte gerne einmal über diese Angelegenheit sprechen. Und zwar auch mit Belegen. Und zwar mit Belegen meine ich hier eindeutigen Verteilung. Also nicht meine Worte, sondern die Worte von Gelehrten. Und zwar nicht nur einzelnen Gelehrten, sondern gelehrten Gremien. Sondern gelehrten Gremien, die die gesamte Welt abdecken. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil hier ich immer wieder gemerkt habe, es herrscht sehr viel Unwissenheit unter Muslimen. Und es gibt leider einige Gruppen, die immer wieder sagen, wen ist haram, wen ist haram, wen ist haram. Und ich kann es auch ganz offen nennen, Hizb ut-Tahrir, ja, hängt sogar überall, klebt Flyer an, etc. Ihr dürft nicht wählen gehen, ihr dürft nicht wählen gehen, ihr dürft nicht wählen gehen. Und ich möchte einfach mal darauf eingehen und gucken, was sagen denn konkret die Gelehrten in Bezug auf das Wählen gehen in einem nicht-muslimischen Land? Ist es jetzt wirklich haram? Begehe ich Schirk, wenn ich jetzt meine Stimme abgebe, ein Kreuz für eine Partei setze? Ist das eine Form von Schirk? Ist das verboten oder ist es nicht verboten? Bevor ich auf die einzelnen Fatwa eingehe, möchte ich erst einmal, dass wir mal ganz rational nachdenken. Wir als Muslime beschweren uns immer wieder darüber, dass gegen Muslime gehetzt wird. Und gerade auch bestimmte Gruppen, welche zu denjenigen gehören, die sich dann auch, die man auch Hizb ut-Tahrir zuordnen kann, sind diesbezüglich besonders laut und kritisieren viele Entwicklungen in dieser Gesellschaft. Zu Recht. Zu Recht. Und dann aber zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, mit meiner Stimme etwas daran zu ändern, ich sage, es ist verboten, meine Stimme abzugeben, obwohl ich mit meiner Stimme etwas verändern könnte, ist zunächst erst einmal was? Ein kompletter Widerspruch. Ich kann mich nicht über einen Zustand aufregen und dann, wenn ich die Möglichkeit habe, diesen Zustand etwas abzuschwächen, leicht zu verändern, ich sage nicht komplett zu verändern, aber leicht zu verändern, dann tue ich das nicht und sage den Leuten, ihr dürft nicht wählen gehen. Weil wenn ihr wählen geht, dann macht ihr etwas, was haram ist. Das ist genauso wie diejenigen, welche sagen, man darf in Deutschland nicht Jura studieren. Das ist verboten, das ist haram. Weil wenn du Jura studierst, dann studierst du ein Gesetz, was nicht der Scharia entspricht. Und diese Leute dann aber die Ersten sind, die dann zu einem Anwalt gehen, wenn sie ein Problem haben. Ja, was ist das? Auf der einen Seite sagst du, es ist verboten, Jura zu studieren. Und auf der anderen Seite suchst du dir dann aber einen muslimischen Anwalt, der Jura studiert hat, der dich vertreten soll. Das ist ein Widerspruch. Ein eindeutiger Widerspruch. Und dementsprechend, erstmal, von der Logik her macht das überhaupt keinen Sinn. Wenn du etwas verändern willst und du hast die Möglichkeit, etwas zu verändern, dann solltest du es auch tun. Was sagt denn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, wer von euch ein Übel sieht, der soll es mit seiner Hand verändern. Ist er dazu nicht in der Lage, dann mit seiner Zunge. Und wenn er auch dazu nicht in der Lage ist, dann mit seinem Herzen. Und das ist die unterste Stufe des Glaubens. Ein Muslim muss also soziales Engagement zeugen. Das ist die Nummer eins. Ganz, ganz wichtig. Die Nummer zwei. Wenn ich wählen gehe, und das sind alles noch rationale Argumente, ich komme noch nicht auf jetzt die Fatwa zu sprechen. Wenn ich wählen gehe, gehe ich wählen, um gegen den Islam eine Stimme abzugeben oder für den Islam? Ich mache es doch für meine Überzeugung, oder? Das heißt, ich gebe doch meine Stimme einer Partei, bei der ich glaube, dass sie am ehesten meine Überzeugung vertritt. Das könnte man entgegnen und sagen, ja, aber die Parteien, die haben ja auch teilweise Positionen, die nicht im Sinne des Islams sind. Natürlich. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, es gibt nicht immer Schwarz und Weiß.
Wir haben in der Scharia sehr, sehr viele Bereiche, gerade wenn es um gesellschaftspolitische Aspekte geht, wo es viele Grauzonen gibt. Und wo ich als Muslim was machen muss? Abwägen muss zwischen dem Nutzen und dem Schaden oder dem größeren Schaden und dem geringeren Schaden. Das heißt, wenn ich einen großen Schaden habe, den ich abwenden kann, und dadurch ein kleiner Schaden entsteht, dann sollte ich das in jedem Fall tun. Warum? Ja, damit der große Schaden abgewendet wird. Ich gebe euch ein Beispiel von einem großen Gelehrten. Ich habe dieses Beispiel schon oft gebracht. Namens Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah. Während der Kriege gegen die Mongolenstürme, da gab es schon einige Mongolen, die zum Islam übergetreten waren. Aber sie waren nur äußerlich Muslime, haben den Islam noch nicht verinnerlicht. Und er war mit seinen Schülern im Feldlager der Muslime, wo halt auch die ganzen mongolischen Soldaten gewesen waren, die alle Alkohol getrunken haben. Und dann wollten die Schüler zu ihnen gehen und ihnen sagen, ihr dürft kein Alkohol trinken, weil ihr Muslime seid. Und dann meinte ihr Lehrer zu ihnen, Sheikhul Islam, lasst sie. Sagten, wie sollen wir sie lassen? Trinken Alkohol. Alkohol ist haram. Und dann meinte er, ja, Alkohol ist haram. Aber wenn sie betrunken sind, dann sind sie mit sich selbst beschäftigt und schlafen daraufhin ihren Rausch aus. Aber wenn sie bei Sinnen sind, wenn sie nüchtern sind, wissen sie nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und fangen an zu plündern. Das heißt, wenn sie trinken, schaden sie sich selbst. Und wenn sie nicht trinken, schaden sie anderen. Was ist der größere Schaden? Dass sie sich selbst schaden oder dass sie anderen unschuldigen Menschen schaden? Dass sie anderen unschuldigen Menschen schaden. Das heißt, beides sind Sünden. Aber die eine Sünde ist größer als die andere Sünde. Und dementsprechend habe ich den größeren Schaden abgewendet mit dem was? Mit dem kleineren Schaden. Okay, das ist die Nummer zwei, die sehr wichtig ist. Das heißt, ich muss verstehen, es ist nicht immer alles schwarz-weiß eindeutig. Es ist immer eine Frage des Abwägens. Und ich muss mir dementsprechend als Muslim auch ganz genau die Wahlprogramme durchlesen und gucken, wem sozusagen gebe ich meine Stimme. Das ist die Nummer zwei. Dann kommt noch die Nummer drei. Das ist ein wichtiger Aspekt. Viele behaupten, das sei ein Aspekt der Aqide. Dieses Thema hat mit dem Bereich Aqide überhaupt nichts zu tun. Es geht hier nicht um die Frage, urteile ich nach den Gesetzen Allahs im Sinne der Scharia oder nicht. Überhaupt nicht. Weil kein Muslim, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag glaubt, wird sich jemals für etwas entscheiden, was gegen seine Religion ist. Sondern ich versuche immer etwas, was für meine Überzeugung zu machen und nicht gegen meine Überzeugung. Und genau das mache ich auch, wenn ich wählen gehe. Deswegen hat das mit Aqide nichts zu tun, sondern mit was hat das was zu tun? Mit dem Bereich der As-Siyasatu Shar'iyya. Der was? Der As-Siyasatu Shar'iyya. Und was ist die As-Siyasatu Shar'iyya? Die As-Siyasatu Shar'iyya ist im Grunde genommen islamkonform und Politik. Und wenn es um den Bereich Politik geht, geht es immer um was? Um Abwägen. Und das ist ein Bereich der Jurisprudenz, ein Fiqh-Bereich und nicht ein Bereich der Aqide. Ganz klar und ganz deutlich. Gut. Gucken wir uns jetzt einfach mal insha'Allah ta'ala ein, zwei Fatwa an. Zunächst erst einmal die Fatwa von Al-Majmu' al-Fiqh al-Islami. Und Al-Majmu' al-Fiqh al-Islami ist der Fiqh-Rat, der zum Muslim League gehört. Muslim World League ist einer der größten Fiqh-Räte weltweit, wo du Gelehrte aus allen Ländern hast. Aus wirklich allen Ländern hast. Und dieser Fatwa-Rat hat 2007 diesbezüglich eine Fatwa herausgegeben und ich habe sie einfach mal ins Deutsche übersetzen lassen. Und wir gucken uns einfach mal an, was sie sagen. Und sie sagen, die Teilnahme eines Muslims, das sind jetzt nicht meine Worte, das sind die Worte von Gelehrten. Die Teilnahme eines Muslims an Wahlen mit Nicht-Muslimen in nicht-islamischen Ländern gehört zu den Angelegenheiten der Siyasa Shar'iyya. Ja? Hier hat das jetzt Google übersetzt, der politischen Rechtswissenschaft, damit ist gemeint, ja, die islamkonforme Politik ist eine Form von Jurisprudenz, bei denen das Urteil im Lichte des Abwägens von Nutzen und Schaden getroffen wird. Die Fatwa dazu variiert je nach Zeit, Ort und Umständen. Ganz wichtig. Das heißt, wir reden jetzt über eine Zeit. Es kann sein, dass es irgendwann eine Zeit geben wird, wo ich als Muslim hier nicht mehr leben kann. Das ist Nummer eins. Nummer zwei.
Es ist einem Muslim, der in einem nicht-muslimischen Land Bürgerrechte genießt, erlaubt, an Parlamentswahlen und ähnlichen Wahlen teilzunehmen, da die Vorteile seiner Teilnahme überwiegen. Dazu gehören unter anderem die Vermittlung eines richtigen Bildes des Islam, ganz wichtig. Guck mal, wie weit die Gelehrten denken. Nicht so wie einige, wegen ist haram. Ja, und wenn ich sage, als Imam auf dem Mimbar, wegen ist haram, was hat das für Folgen für die Muslime in dieser Gesellschaft? Dann haben die ganzen Islamhasser Recht behalten, dass die Muslime sich nicht integrieren wollen in dieser Gesellschaft. Dass die Muslime nicht Teil dieser Gesellschaft sind. Und ich sage ganz ehrlich, jemand, der diese Gesellschaft komplett ablehnt, der kann noch gehen. Was suchst du denn noch hier, wenn du die Gesellschaft komplett ablehnst? Und dann ist es auch wirklich ein richtiges Argument. Also, Nummer eins, dazu gehören unter anderem die Vermittlung eines richtigen Bildes des Islam, die Verteidigung der Anliegen der Muslime in seinem Land. Ich setze mich für die Rechte der Muslime ein. Der Erwerb von Rechten für religiöse und weltliche Minderheiten, ganz wichtig. Die Stärkung ihrer Rolle an einflussreichen Stellen und die Zusammenarbeit mit gemäßigten und fairen Menschen zur Verwirklichung einer auf Wahrheit und Gerechtigkeit basierenden Zusammenarbeit. Ja, Salam. Das ist Fiqh. Das ist Verständnis. Das ist eine Fatwa. Sofort, gleich. Ich mache es noch zu Ende, dann könnt ihr Fragen stellen. Das ist eine Fatwa. Das heißt, es sind Leute, die verstehen, ja, worauf eine Fatwa basiert. Das Ganze hat nichts mit Aqide zu tun oder dass ich, weiß ich nicht, gegen die Gesetze Allahs bin. Ganz im Gegenteil. Ich versuche doch gerade für meine Religion, für meinen Glauben, für die Gerechtigkeit etwas zu tun. Und jetzt kommen wir einfach mal, bevor wir zur zweiten Fatwa kommen, die eigentlich fast ähnlich ist und fast identisch ist, ja, kommen wir einfach mal zu der heutigen Lage. Wir haben gerade einen Krieg wüten gegen unsere Geschwister im Gazastreifen. Und wir sagen, wir müssen etwas dagegen tun. Demonstrationen sind wichtig, gar keine Frage. Dass wir aufklären, ist wichtig, gar keine Frage. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, durch mein Kreuz eine Partei zu stärken, welche sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt, und ich sage, ich mache das nicht, weil es angeblich haram sei, dann ist das fahrlässig. Mehr als fahrlässig. Ich kann mit meiner Stimme die europäische Außenpolitik verändern und tue das nicht, weil mir gesagt wird, es ist haram, obwohl ich dafür gar keinen Beleg habe und die Gelehrten genau das Gegenteil sagen. Ich weiß, dass dadurch die Lage in Palästina nicht komplett verändert wird. Aber wir wissen, dass auch kleine Schritte etwas verändern können. Irland, Norwegen und noch ein dritter Staat, wer war das gewesen? Spanien, haben Palästina als Stadt anerkannt. Das ist Druck. Das ist Druck auf Israel. Und wenn wir weiter Druck machen, indem wir Parteien wählen, die sich für die Rechte unserer Geschwister einsetzen, für Gerechtigkeit einsetzen, dann wird das den Druck erhöhen. Und wenn viele, Hunderttausende das machen und ihre Stimmen nicht mehr den alten Parteien geben, sondern auch neuen Parteien und zu zeigen, wir lassen nicht so mit uns umgehen, wir sind mehr als ihr denkt, dann werden diese Parteien auch irgendwann mal umdenken. Weil am Ende geht es ihnen nur um was? Es geht ihnen nur um Macht, um nichts anderes. Und dementsprechend dürfen wir das nicht unterschätzen. Deshalb ist es wichtig, wichtig, meine lieben Geschwister, dass wir verstehen, worauf eine Fatwa basiert. Das ist die Fatwa vom Al-Majma' al-Fiqh al-Islami. Kommen wir jetzt zu einer Fatwa, wo im Grunde genommen eigentlich genau dasselbe steht, von Sheikh, von der Seite Islam, Su'al wa Jawab, Question and Answer, von dem bekannten salafitischen Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid, der bei dieser Frage einfach nur was gemacht hat, die Fatwa verlinkt hat von dem Al-Majma' al-Fiqh al-Islami und das nochmal ein bisschen ausgeführt hat. Im Grunde genommen genau das so sieht. Und er ist einer der wichtigsten Repräsentanten für die Salafia-Bewegung. Und er sieht das genauso. Er spricht hier nicht von, du machst Kufr, wenn du wählen gehst, sondern ganz. Und er sagt auch explizit, diejenigen, die wählen gehen, guck mal, er sagt hier, ich habe es nur auf Arabisch, وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَهَّمْ أَنَّ مَنْ قَالَ بِالتَّصْوِيتِ أَنَّهُ مُقَرِّرٌ لِلْكُفْرِ مُؤَيِّدٌ لَهُ. Oh. Und keiner darf denken, dass derjenige, der glaubt, der wen geht, ja, dass er den Kufr, den Unglauben in irgendeiner Weise bestätigt oder für den Unglauben ist. وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ لَا مَحَبَّةٍ لِلْكُفْرِ وَأَهْلِهِ. Es ist nur zum Nutzen der Muslime und nicht aus Liebe
für den Unglauben und diejenigen, die ihn unterstützen. Und deswegen, und ein wichtiger Beleg, وَقَدْ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بِانْتِصَارِ الرُّومِ عَلَى الْفُرْسِ. Und die Muslime haben sich gefreut, als die Byzantiner gegen wen gewonnen haben? Gegen die Perser gewonnen haben. Im Koran ist es festgehalten. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. Und an jedem Tag werden die Gläubigen sich freuen über was? Über den Sieg Allah subhanahu wa ta'ala. Dann, كما فرح المسلمون في الحبشة بانتصار النجاشي على من نازعه الملك كما هو معروف في السيرة. Genauso wie sich die Muslime gefreut haben in Abessinien, als der Negus es geschafft hat, einen Putsch zu verhindern, weil er nämlich gerecht war und dementsprechend haben sie sich darüber gefreut, dass er weiterhin an der Macht gewesen ist. Das ist was? Das ist Fiqh. Und deswegen müssen wir aufpassen. Viele Leute lassen sich dadurch einschüchtern. Denken so, oh, es ist haram, wen zu gehen, ich darf nicht, ich mache Kufr, habe mit Kufr überhaupt nichts zu tun, gar nichts, rein gar nichts. Im Gegenteil, du setzt dich für deine Überzeugung ein, du setzt dich für die Scharia ein. Wenn du versuchst, eine Partei zu wählen, welche die Muslime akzeptiert, dann setzt du dich doch für die Muslime und nicht gegen die Muslime. Wenn du dich für eine Partei einsetzt, die für Palästina ist, dann setzt du dich doch für deine Brüder ein und nicht gegen deine Brüder. Was soll daran haram sein? Was soll daran haram sein? Das soll mir jemand erklären. Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen ja, bitte ich euch, liebe Geschwister, ja, klärt auf. Ich sage nicht, dass wenn jemand sagt, ich möchte nicht wählen gehen, dass er damit was haram. Nein, ich sage einfach nur, wir müssen aufklären, dass diese Behauptungen, es sei haram, sein Kreuz ja, unter einem Wahlzettel zu setzen, dass das Behauptungen sind, die unwissenschaftlich sind, islamisch gesehen nicht bestätigt werden, von den Gelehrten so nicht gesehen werden, sondern die Gelehrten es komplett anders sehen. Und das sind nur zwei Fatawa. Ich habe noch so viele Fatawa, ja, so viele Fatawa, die alle genau dasselbe sagen. Deswegen lasst uns inshallah unseren Glauben richtig lernen. Verstehen, welche Stellung wir als Muslime hier haben und was auch unsere Verantwortung ist gegenüber Allah, gegenüber unseren Geschwistern im Gazastreifen, gegenüber unserer Community hier in Deutschland, gegenüber unseren Kindern, weil die meisten von uns werden hier in Deutschland bleiben. Die meisten von uns werden noch Enkelkinder in Deutschland haben. Und dann müssen wir doch dafür sorgen, dass der Islam zu einem Teil dieser Gesellschaft wird, dass wir unsere Rechte bewahren. Und dass wir unsere Rechte nicht einfach abgeben, weil wir sagen, es ist haram zu wählen, damit meine Stimme an die AfD geht. Na super, die freut sich, die AfD. Die freut sich. Wer weiß, Allahu a'lam, ob sie immer noch extra solche Fatawa verbreiten. Ja? Geht nicht wählen, oh ihr Muslime. Ja? Was ich ganz klar wisse, ja? Khalas, alhamdulillah, ja? Umso besser für uns. Möge Allah uns bewahren, Herr Rabbil Alamin, uns richtiges Verständnis geben. Amin, Rabbil Alamin.